Streik-Sondersendung, bei SAS wird gestreikt, bei EasyJet, am BER wird gestreikt, Ryanair-Crew könnte streiken. Auch aus anderen Richtungen hört man, dass es Streiks geben könnte. Deshalb hier nochmal von uns allgemein als Dienstleistung von der Vereinigung Passagier e.V. Was sind deine Rechte im Allgemeinen? Natürlich, wir sind keine Rechtsanwälte, deshalb können wir keine Einzelfallberatung geben, aber wir können im Allgemeinen sagen, was es für Rechte gibt. Und ein kurioser Fall aus England. Nach einer Flugstreichung müssen die Passagiere ihre Duty-Free-Einkäufe zurückgeben. Macht irgendwo Sinn, aber auch doch nicht. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Punkte, mehr Status und vor allem auch mehr Meilen zu bringen, egal in welcher Reihenfolge. Denkt dran, heute abonniert den Kanal, denkt dran auch, die Glocke anzumachen, damit ihr Nachrichten bekommt und unten zu kommentieren, aber auch ein Like dazulassen, damit ihr auch wirklich keine Folge verpasst. Zwei Dinge, die ich machen muss. Eine Sache ist natürlich, herzlichen Glückwunsch Mario heute zu deinem Geburtstag. Machen wir natürlich auch live on air, hätte ich fast gesagt. Ist ja semi-live, weil es ja ein bisschen verzögert ausgesendet wird, nachdem ich es bearbeitet habe. Aber nichtsdestotrotz, alles Gute zu deinem Geburtstag und Stammtisch heute Abend in Goslar nicht vergessen. Stammtisch ist das andere Thema. Stammtisch in München ist morgen 18 Uhr im Biergarten vom, wie heißt es nochmal, Augustiner Keller. Dann haben wir einen Stammtisch in Berlin im Grand Hyatt und natürlich, der ist am Sonntag und am Montag haben wir den Stammtisch in Hamburg, nicht vergessen. Ach, eine dritte Sache muss ich auch noch nennen. Die dritte Sache ist Vereinigung Passagier. Wir setzen uns für Passagierrechte ein, für unsere Rechte als Vielflieger, Vielfliegerinnen, aber auch als Vielreisende. Kommt zu den Stammtischen, da erzählen wir euch gerne mehr. Schweden steckt kein weiteres Geld in die SAS. Die Finanzinvestoren sind schon wie die Geier da und wollen die Filets da rauspicken aus der SAS. Deshalb haben hunderte Piloten der Fluggesellschaft einen Streik ab Ende Juni angekündigt. Die Verhandlungen sind halt gescheitert. Die Pilotenvereinigung habe mit dem Konzern und die Behörden halt einfach, die haben keine Vereinigung gekriegt und haben dann halt den Behörden und dem Konzern gesagt, nö, das machen wir nicht. Die Pilotenvereinigung SPF am Donnerstag sagt, dass man zwar seit 2021 im November Verhandlungen hat, aber keine Einigung erzielt. Also ab 29. Juni in Schweden, Norwegen, Dänemark Streik. Blöde Sache. Ist natürlich auch dumm für die SAS, die halt finanziell angeschlagen ist und ihr wisst ja selber, wie es da geht. Ich hatte euch den Börsenkurs ja genannt und schwere Geschichte für die da aus der Geschichte rauszukommen. 900 Piloten wollen in den Streik treten. Die SAS-Führung möchte ihnen halt nicht entgegenkommen. Und dem sind halt 45.000 Reisende täglich unter 250 Flüge betroffen. Der letzte Streik war 2019. 4.000 Flüge in Dänemark, Schweden und Norwegen damals eingestellt. Insgesamt 360.000 Reisende waren betroffen. Und das hat jeden Tag Millionen gekostet. Streik bei EasyJet am BR. EasyJet-Abbau in Berlin, natürlich, die werden da die Flugzeuge abziehen, nicht alle, aber einige. Und deshalb hat die Gewerkschaft Verdi 450 Beschäftigte, die in der Kabine arbeiten, zum Streik aufgerufen. Der Streik findet seit heute Morgen 5 Uhr statt, bis 10 Uhr die Arbeit einfach niederzulegen. Und ja, das ist auch wieder lustig. Auch hier wieder 5% mehr Lohnforderung und eine Einmalauszahlung bei einer Laufzeit bis Ende dieses Jahres. Und dort wird halt gesagt vom Verhandlungsführer Holger Rössler, die Arbeitgeberseite hat uns kein neues Angebot zur Erhöhung der Vergütung vorgelegt und damit den Warnstreik selbst provoziert. Dann gehen wir weiter zu Ryanair Crew. Die Ryanair Crew ist natürlich einer der größten oder wenn nicht sogar der größte Billigflieger oder Low-Cost-Carrier auf dem Kontinent. Und die sind weggegangen von den Gesprächen mit einer spanischen Gewerkschaft. Und deshalb hat man einfach gesagt, nö, das ist für uns auch zu doof, also müssen wir einfach streiken. Aber hier geht es eher mehr um elementare Sachen. Es geht darum, um Wasser, das man nicht bekommt. Warum? Ganz einfach, weil man halt keine Getränke für die Crew gibt und die Crew halt auch Probleme hat, dieses Wasser zu bekommen. Deshalb ist das so ein bisschen anders gestaltet in meinen Augen als nur eine reine Lohnforderung. In dem Fall ist es halt so, da geht es um ein Grundrecht und ich meine, die Crews sind halt angehalten, Wasserflaschen oder Flaschen, die sie befüllen können, am Flughafen zu bekommen. Und natürlich müssen sie die dann von der Security bis zum Flugzeug auch befüllen. Aber da ist meistens dann natürlich nicht die Zeit
da. Also ich finde, das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Auch müssen sie sich Wasser kaufen an Bord und 12 Stunden Arbeitstage, das geht auf keiner Kuhhaut. Also insofern ist das auch etwas, was in meinen Augen Safety ist. 3 Euro oder 3 Dollar irgendwas wahrscheinlich kostet eine 500ml-Botte San Benedetto. Ich habe euch ja meine Erfahrung über San Benedetto erzählt. In Dubai habe ich San Benedetto getroffen, hätte ich fast gesagt. Und in Österreich, glaube ich, gibt es beim Hofer das Ganze. Ja, das ist das andere Thema. Aber jetzt haben wir halt wirklich das Problem da. Ihr steht am Flughafen oder ihr erfahrt von eurer Fluggesellschaft, dass die Flüge gestrichen sind wegen Streik. Was sind eure Fluggastrechte? Denn es ist nicht ganz so einfach, dass man natürlich einmal seine Entschädigung bekommt, die Ersatzbeförderung bekommt, eine Verpflegung bekommt, eine Erstattung bekommt, Hotelunterbringung bekommt oder auch Transfer und so weiter und Entschädigung, logischerweise. Das sind halt einfach Sachen, die man wissen muss, dass man sich da nicht ins Boxhorn jagen lässt. Ich habe gestern im Forum ja auch von einigen Antworten gesehen, ja, die sind ja in Irland mit den Iren, da brauchst du gar nichts machen. Ist alles nicht so ganz richtig. Warum? Ganz einfach, die EU-Verordnung 261/2004, das ist die Fluggastrechteverordnung, hat man ja einen Anspruch von 250 bis 600 Euro. Und das geht natürlich für Flüge, die verspätet sind. Natürlich kommt es auf die Zeit an, 3 Stunden und so weiter. Oder verspätet durchgeführt, annulliert werden. Verspätet durchgeführt haben wir ja schon. Und das Einzige, was die Fluggesellschaften davor bewahrt, sind ganz einfach außergewöhnliche Umstände. Alle, die bei der Bundeswehr gedient haben, wissen das. Was sind außergewöhnliche Umstände? Sehr, sehr schwierig. Der Europäische Gerichtshof hat halt festgestellt, dass ein rechtmäßiger Streik des eigenen Personals ist es auf jeden Fall nicht. Das ist einfach unternehmerisches Risiko und müssen sie halt beherrschen. Und man könnte ja, warum können wir jetzt sagen, hey, ein Streik, da habe ich ja kein, also kein, nee, ihr könnt ja auf die Forderung eingehen als Fluggesellschaft und sagen, hey, dann ist das so. Aber wenn man auf die Forderung nicht eingeht und damit den Streik halt nicht abwendet, dann ist halt eine Entschädigung wahrscheinlich geschuldet, oder? Und die Ersatzbeförderung kommt natürlich auch zum Tragen. Wenn man reisen muss und da kommt dann halt irgendwie so die Ersatzbeförderung nicht in Frage, hat man natürlich auch noch ein Recht auf Ersatzbeförderung mit einem anderen Luftfahrtunternehmen. Und das ist halt wirklich wichtig, dass ihr da eine Frist setzt, dass ihr das irgendwie sagt, dass ihr dem das mitteilt und dass man halt einfach da von denen auf die Kosten, auf den Kosten nicht sitzen bleibt. Ganz, ganz wichtig. Warum? Ganz einfach, wir können natürlich eine Erstattung haben und diese Erstattung muss innerhalb von 7 Tagen stattfinden. Was soll man noch dazu sagen? Einfach, wenn keine Leistung erfolgt, kann man natürlich selber tätig werden, alles im Rahmen. Ich selber persönlich mache das immer so, dass ich dann einen Screenshot mache von den Flügen, was die gekostet hätten, die vergleichbar sind. Wichtig ist, dass er immer vergleichbar ist, der Flug. Und dann sieht man ja, wie das Preisgefüge ist. Und dann ist das halt meistens auch teurer. Und wenn man sogar über Nacht dann in einem Hotel strandet, was mir auch passiert schon ist öfters, dann müssen sie das auch bezahlen, auch den Transfer, das müssen die auch bezahlen. Auch hier wieder ganz einfach erstatten lassen, Frist setzen, 10-Tage-Frist ist immer ganz, ganz wichtig. Und ich muss ganz einfach sagen, ich gebe es danach einfach immer zum Anwalt. Wer einen Anwalt empfohlen haben möchte, wir als Vereinigung Passagier empfehlen immer sehr gerne den Dr. Matthias Böse. Und wenn ihr die Kontaktdaten wollt, schreibt mir Kommentarspalte oder wie auch immer. Übrigens Grüße an Matthias. Ich hoffe, du hast heute nicht zu viele Kunden, die du bekommst. Warum? Ganz einfach. Dann heißt es, dass hier nicht so viele betroffen sind. Ja, was passiert, wenn ihr im Flughafen seid? Ihr habt Duty Free gekauft und der Flug wird storniert und ihr kommt nicht weg und ihr müsst dann wieder euren Koffer abholen und so weiter. Dann wird euch, wenn ihr zum Beispiel in Birmingham seid, erklärt, ihr müsst den Flughafen verlassen mit eurem Koffer, aber Duty Free müsst ihr zurückgeben. Ja, ganz genau. Und zwar ist das natürlich ein Problem, wenn man Zigaretten, Alkohol oder was man halt so im Duty Free gekauft hat. Aber das Problem ist ganz einfach, wenn ihr diese Sachen kauft, dann werden die gekauft im Duty Free, dass ihr die irgendwohin mitnehmt, also ausführt.
Und gerade in dem Fall von England ist man ja quasi immer raus und damit werden die Steuern weg. In Europa ist das, wenn ihr innerhalb von Schengen seid, ist das nicht so ganz so dramatisch, weil ja die Steuer dann auch irgendwie doch schon abgeführt wird, auch wenn es Duty Free heißt. Und der Flughafen sagt natürlich, dass das das Retournieren von Duty Free eine ganz normale Prozedur ist für einen gestornierten Flug. Warum? Ganz einfach, weil ich ja gesagt habe, ihr wollt ja aus der UK in dem Fall raus. Und ich denke mal, dass der Fall in Deutschland nicht ganz anders wäre, wenn man in Non-Schengen wäre und dann wieder zurück muss. Es gibt natürlich dann direkten Rabatt und so weiter, aber es ist halt die Rennerei, man muss dann wieder da dann anstehen und so weiter und so fort. Was ist eure Meinung zum heutigen Streik? Was ist eure Meinung zu dem ganzen, ich nenne es jetzt mal Geschisse. Ich finde es persönlich relativ schwierig, aber ich bin auf eure Meinung gespannt. Deshalb bin ich gespannt, was ihr unten schreibt. Lasst uns doch ein Like da, lasst uns vor allem auch ein Subscribe da, damit ihr unseren Kanal weiter beim Wachstum unterstützt und wir Mario das Geburtstagsgeschenk machen können Ende des Monats 2000, wie er irgendwann mal ja fabulierte. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich die Glocke anzumachen und kommentieren, kommentieren, kommentieren. Ich hoffe, ihr seid mit der frühen Sendung glücklich und zufrieden. Ich werde es jetzt schneiden, werde vorher nochmal die englische Version aufnehmen und ich freue mich auf morgen beim Stammtisch und auf die Sendung morgen, die natürlich auch vorm Stammtisch kommt. Also, bis dann, ciao!